Jeder sagt zu mir, nein, du bist nicht hübsch oder du bist hübsch, weil du operiert bist. Was müssen Mädchen mit Minirock aushalten? Also ich bin kein Feministin, aber ich bin so voll für Frauenrechte. OnlyFans ist der Begriff, ne? Ja. So. Bin ich jetzt der Erste, bei dem du es verraten hast, wie es das heißt? Echt, ja? Exklusiv also. Ich bin kein Doktor und ich habe nie studiert, aber Ali therapiert, yeah. Jo, meine Damen und Herren, mein Name ist Ali und heute sind wir bei der neuen Folge Ali therapiert. Mit der ersten Dame überhaupt bei Ali therapiert, Katja Krawitze. War auf jeden Fall cool, schaut auf jeden Fall rein, hat euch gefallen. Bis später, Peter. Tschüssi. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Freut mich auch. Und bestimmt eine hübsche, wa? Weiß ich. Also, du bist auf jeden Fall hübscher als letztes Mal. Das sind meine OPs, weißt du. Nein, glaube ich nicht. Ja, doch, immer so ein bisschen so Korrektur. Echt, ja? Liebe das. Hörst du oft, dass du hübsch bist, oder? Eigentlich bin ich das nicht gewohnt und ich finde das auch unangenehm, wenn mir das jemand sagt, weil ich mir denke, ja, okay, ich bin eh so, jeder sagt zu mir, nein, du bist nicht hübsch oder du bist hübsch, weil du operiert bist. Siehst ja, ich sag dann direkt, ja, ist wegen meiner OP. Also bist Weißt du, du, ich versuche einen Grund zu finden, ja, okay, ich bin also nicht nicht, hübsch. also jetzt nicht so krassen Selbst, kein Nein, krasses ich habe nicht so Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, was sowas angeht. Nee. Deswegen, ich will das eigentlich gar nicht hören. Aber ich weiß, dass ich hübsch bin, so ganz komisch. Stark, feier ich. Auf jeden Fall, na, ich sag mal so, ich sag immer, ja, meine, du bist halt eine Schnitte, kann man ja sagen, was? Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall cool, dass du da bist, Alter. Freue mich auch. Was viele nicht wissen, wir haben ja schon mal eine Folge gedreht, aber da gab es Komplikationen. Yep. Darum machen wir das neu. Aber ich glaube, du bist so vielfältig, wie kann man immer. Wir hätten damals auch noch 4 Stunden weiterreden können. Voll. Gerade jetzt, ich finde jetzt zu dem Zeitpunkt sogar noch besser, weil es gibt jetzt viele Themen, über die man reden kann, gerade was so Frauen angeht. Oh ja, das stimmt. Frauen im Geschäft und so. Das stimmt. Dann lass uns doch gleich mal anfangen, Alter, mit der ersten Frage, die ich habe. Hier. So. Ich habe mir die sogar aufgeschrieben, Hausaufgaben Was gemacht hast du so sogar. cooles alles aufgeschrieben? Ja, Extra Katja Klasse zu also ordnen. vieles über dich halt so, ne? Was müssen Mädchen mit Minirock aushalten? Boah, ich finde, das hat nichts mit Minirock zu tun. Es ist egal, was eine Frau anhat. Man muss viel aushalten. Letztes Mal, das war ein krasses Beispiel. Ich war mies gestylt, sehr übertrieben. Und da war eine andere Frau und die war voll ungeschminkt normal. Und sie wurde belästigt von so Bauarbeitern. Sie wurde übertrieben belästigt. Ich wurde nicht mehr beachtet. So, und ich glaube, das liegt nicht daran, was du trägst. Das liegt einfach daran, was der Mann gerade so für eine Laune hat. Und Okay. wenn er sich denkt, boah, die ist so heftig, dann denkt er das auch bei einer anderen, die Findest normal du angezogen ist. das? Findest du es gut, was jetzt gerade passiert, so dass Mittel. so Frauen jetzt auf einmal ist jeder so der Frau. Mittel. Wir sind jetzt alle Frauenversteher geworden. Ja, ich bin froh. Also Auch die ich. Rapper sind alle jetzt Frauenversteher geworden. Die kennen das alle. Songs werden auch runtergenommen, die Ja. zu sexistisch sind. Ja. Findest du es gut? Findest du diese Wandlung gut oder? Ich finde es Mittel gut, weil viele einfach nur Angst haben um ihre Karriere Ja, das und dass dann sowieso. Fake Shit ist so. So, Dazu kommen wir du gleich, bist aber. nicht so, wie du gerade tust. So, dann meine Meinung, also ich liebe ja Deutschrap und ich liebe auch diese frauenverachtenden Zeilen. Ich feiere das, ich tanze dazu und ich finde es cool. Aber ich finde es Weil du das halt trotzdem. trennen kannst, das ist halt Musik und. Ja, Mann, das ist Okay. doch cool, das ist doch nicht schlimm. Ich fühle mich damit nicht angesprochen. Jede Frau ist anders. Aber ich finde es Mittel gut, weil ich finde es auch gut auf eine Seite, weil ich musste die ganze Zeit leiden. So, ich habe vor 2 Tagen mal wieder Kommentare durchgelesen, vor 4, 5 Jahren, was Leute zu mir geschrieben haben. Das ist geisteskrank. Die haben geschrieben, hoffentlich ist ihre Mutter tot und solche kranken Sachen, nur weil ich mich so anziehe. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt so ist. Ja, ist ja Aber ich bin blöd. irgendwie auch nicht froh, weil im Endeffekt, ich wurde die ganze Zeit gemobbt. Wo waren die Frauen denn damals? Jetzt auf einmal sind die alle so, ich liebe freizügige Frauen. Ihr wart doch damals auch nicht da, wo ich freizügig war. Ich verstehe, was du meinst. Aber Voll ich habe mal eine Frage. komisch. Ich jetzt als Mann, ja? Ja. Als heterosexueller Mann. Ja. Wie ist das jetzt? Wenn ich jetzt zum Beispiel. OnlyFans ist ja ein Begriff, ne? Ja. So. Wenn ich jetzt. Ich lache zwar dabei, aber ich meine es irgendwo auch ernst jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau sehe bei Instagram, die einfach. Also OnlyFans war? nee, guck mal, zum Beispiel, ich sag mal so, heutzutage musst du ja keine Pornoseiten mehr besuchen. Du gehst einfach auf Instagram. Ja, das stimmt. Weißt du, meine? Instagram ist schon freizügig, ja. Ja, so. Wie ist das? Also, wenn ich jetzt weiß, dass viele Frauen bei OnlyFans sind und ich dann eine sehe, die sind aber, die einfach nur freizügiger sich anzieht, Ja. kann man dann verstehen, als Frau, dass der dann denkt, vielleicht macht die das auch? Also, worauf ich hinaus bin, ist, macht dieses OnlyFans auch das Bild der Frauen kaputt so? Boah, das weiß ich nicht. Da habe ich echt nie drüber nachgedacht. Ich finde OnlyFans mega cool. Ich liebe die Plattform. Coole Plattform. Ja, ich feiere das übertrieben. Ja. Ob das was kaputt macht? Ich glaube nicht. Es gab schon immer so eine Industrie. So, es ist halt nur eine neue, modernere Seite. Und
keine Ahnung, ja, ich kann da, ich bin da so, ich bin zwar voll die, also ich bin keine Feministin, aber ich bin so voll für Frauenrechte, aber ich bin jetzt nicht so voll in dieser Schiene drin, dass ich sage, ja, das muss geändert werden und so eine Plattform sollte nicht existieren, weil ich finde die Plattform nicht schlimm. Ich finde das cool. Aber, also, aber und sorry, ja, dass ich reinrede, und ich finde das auch wichtig, weil so werden weniger Frauen vergewaltigt, wenn es sowas wie OnlyFans gibt und solche Sachen, wo du hingehen kannst, so. Ich will es ja nicht erwähnen, aber Puff zum Beispiel. So ist besser, so, dass der Mann da wenigstens hingehen kann, wenn er schon... Ich glaube nicht, dass ein Vergewaltiger eine Frau vergewaltigt, weil er es nötig hat, sondern weil er einfach ein perverses, dreckiges Arschloch ist. Ja, 100%. Das sind Psychopathen. Weil er einfach diese Reize vielleicht braucht. Das sind Psychopathen, ja. Und die haben nichts, das hat nichts mit der Frau zu tun. Aber der Wandel, also kannst du den Wandel nicht so ernst nehmen, sagst du? Ich nehme den ernst und ich bin sehr dankbar. Oder du bist einfach enttäuscht, dass er zu spät kommt. Ich finde, dass es voll der Hype geworden ist und Hype hat ist nichts Gutes. Ja, das ist auch krank, man muss jetzt auch aufpassen. Jetzt auf einmal ist man cool, wenn man sowas sagt. Ja, ich weiß. Aber so, Digga, wo wart ihr, wo es uncool war? Aber die ganzen Rapper haben doch zum Beispiel, guck mal, ich weiß nicht, ob du die kennst, Gringo, kennst du? Gringo, SRS-Musik, Hasaka. Schöne Grüße an die Jungs an der Stelle. Die haben zum Beispiel, ich habe damals ein Feature aufgenommen bei denen im Studio. Ja. Und da hat er mir vorher gesagt, du darfst nichts über Frauen rappen. Okay. Also keine frauenverachtlichen Sachen. Okay. Die haben auch keine Features mit Frauen, machen die nicht. Okay. Weil die wollen einfach nicht, dass die Frau in einem Video zur Show gestellt wird. Ja, ist auch cool. Das ist einfach feiert, so deren Standing. Voll. Und damals wurden die dafür gehatet. Die Leute haben gesagt, hä? Ja, weil es kein Trend war. Ist genau, so. Jetzt auf einmal zieht jeder mit. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber damals, ich habe die auch von Hate dafür bekommen. Mhm. Auch, hätte ich nicht gedacht. Auch sogar. So andere Frauen haben sich, ja, warum macht ihr keine Videos mit Frauen? Also, weißt du, was ich meine? Aber man kann doch machen, was man fühlt. Ich finde das cool. Ja, das ist sowieso. Aber ich finde es ja gut, so, wenn man so Werte hat. So. Zum Beispiel, ich rappe ja in meinen Texten, geht es auch manchmal um Frauen, aber ich rappe ja nie was Böses oder so. Mhm. Ich mache mich einfach nur lustig, auch über mich selber und über halt. Voll. So, weißt du, was ich meine? Voll. Ich verstehe das voll. Im Hotel und so, ist ja nicht schlimm. Ich verstehe das voll. Also ich bin auch der gleichen Meinung. Meine Kuschel braucht ja jeder mal, oder? Ich bin übelst respektlos zu Männern in meinen Texten. Ja. Aber ich mag trotzdem Männer, so, weißt du? Ja. Aber ja. Das ist halt einfach Kunst. Meiner Meinung nach. Ja, aber findest du nicht, dass... Aber nochmal zum Thema OnlyFans. Yeah. Findest du nicht, dass durch so eine Seiten wie OnlyFans das Frauenbild im Internet... Also wenn ich jetzt, okay, jetzt bei mir ist es jetzt nicht so, weil ich bin da vielfältig und sehe viel mehr als jetzt zum Beispiel jemanden, der jetzt normal arbeiten geht und der mit Internet nicht so viel zu tun hat wie ich. Ja. Weißt du? Ist es ihm zu verübeln, wenn er denkt jetzt, okay, wenn eine Frau im Internet sich so zeigt, dass sie auch OnlyFans haben könnte und er sich dann anschreibt, ey, wie sieht's aus? Weiß ist er jetzt ein Arschloch? Man weiß ich nicht, ja. Was weiß oder, ich oder nicht. Ein Frauenhasser oder ein Anti-Dings? Nein, Frauenhasser nicht. Aber also Frauen würden das, glaube ich, als respektlos ansehen und unangenehm, wenn er das macht. Aber ich bin auch wieder anders, ja. Deswegen wurde ich ja immer gehatet, weil ich Sachen nicht so ernst nehme. Das ist so ganz komisch. Ich möchte, dass Frauen akzeptiert werden, aber ich nehme das nicht. Ich finde es nicht so schlimm, wenn ein Mann irgendwas macht. Aber du bist auch schon. Du bist aber ja auch jahrelang mit Dreck. Du bist ja auch jahrelang mit Dreck geworfen worden. Ja, oder? Und ich bin aber auch gestört, weil ich ja einen Psychovater hatte so und ich bin gestört im Kopf. Ja. Ich hab komische Bilder. So. Ich habe zwar meine Werte und ich denke mir, ja Mann, ich feiere mich, aber irgendwie finde ich mich als Frau auch nicht so wertvoll. Und das zeigt wieder, wie wichtig eigentlich Männer sind, dass sie uns Liebe geben. Weil mein Vater hat mir halt keine Liebe gegeben und deswegen fühle ich mich nicht so wertvoll als Frau. Nennt man das Vaterkomplex? Ja, voll. Ich fühle mich gar nicht so als... Der Mann hat einfach gefehlt, der mir gezeigt hat, ey, du bist voll wertvoll, weißt du? Ja, und wenn Männer einem dann die ganze Zeit auch noch zeigen, ja, wenn du dich freizügig anziehst, dann bist du selbst so, selbst schuld und dann irgendwann ist man so... Genau. Was macht das mit dir, wenn du hörst, du wirst beleidigt und du wirst sexuell belästigt, weil du dich so anziehst? Du bist selber schuld. Das ist richtig, richtig schlimm. Also das bis heute noch finde ich das sehr, sehr schlimm, weil... So, warum bin ich schuld an irgendwas? So, ich bin am Ende voll das süße, manchmal sogar schüchterne Mädchen. So, ich mag einfach nur meinen Style, ich finde das cool. Und deswegen, ich sag doch nicht, komm also, mal her. Also, das tut dir weh, wenn man dir sagt, dass du selber daran schuld bist, dass du behandelt wirst. Ja, oder voll. Behandelt wurdest, jetzt, ja. Voll, ich bin an gar nichts schuld. Und deswegen habe ich mich auch nie getraut, darüber zu reden, was meine Vergangenheit war. Weil ich dachte, dann sagen alle, ja, erst recht bist du jetzt selbst schuld. Aber darf ich mal was sagen? Ja. Vor einem Jahr warst du noch nicht so sicher wie jetzt. Ja, das ändert sich bei mir immer. Ich bin jetzt ohne Witz, also du warst, ich finde, du wirkst jetzt viel so, Dankeschön. Auch wie du reinkamst, dich hingesetzt hast und so, weißt du, meine? Locker einfach so, keine Ahnung. Ja, das Ding ist auch... Du warst auch damals nett, wie jetzt auch, ja, klar. Das aber du warst damals noch ein bisschen ängstlicher, finde ich. Voll. Jetzt bist du voll so... Das Ding ist halt einfach, ich bin, ich finde mich erst jetzt so, seitdem ich 21 bin. So wie andere sich schon früh finden, finde ich mich jetzt erst. Und ich glaube,
So, jetzt werde ich langsam, wie ich bin. Liegt auch bestimmt viel an deinem Umfeld. An meinem Umfeld, an wie ich aufgewachsen bin. Weil wenn dein Umfeld dir Sicherheit gibt, weißt du, jetzt menschliche Sicherheit, auch, ja. So, das ist am wichtigsten. Wenn ja. Du dich dann wohlfühlen kannst. Weißt ja, was voll. Voll. Ja, auf jeden Fall, ich finde den Wandel, ich finde es das gut, dass natürlich Rechte für Frauen und so ist alles super. Ich bin ja der Letzte, der da irgendwie was sagen kann. Man sagt, man lügt, wenn man an die Nase kratzt. Ja, nee, ich lüge nicht, wirklich. Ey, mir ist doch egal im Endeffekt. Ich meine, ich finde es ja nicht schön, wenn Frauen beleidigt werden anhand ihres Aussehens, weißt du? Red doch erstmal mit den Menschen. Ja. Und dann guck doch weiter so, weißt du? Wenn jemand ein schlechter Mensch ist, ist ein schlechter Mensch. Eben, ob Frau oder Mann. Eben. Genau, genau. Ich bin natürlich dagegen, wenn eine Frau, sag ich mal, rumhurt. Ja, ich finde es einfach nicht gut. Okay. Aber es ist ja nicht, aber das ist ja mein Problem, ob ich es nicht gut finde. Ich habe auch was ich nicht gut finde. Zum Beispiel, soll das wieder reinreden? Ja, ich bin einfach so bei sowas. Ich habe auch was mich stört. Zum Beispiel mag ich nicht Frauen, die so tun, als wenn die voll ordentlich sind. Aber die richtig, ich kann nicht anders, als das zu hassen. Machen, wenn du willst. Ich weiß, ich hasse das übertrieben. Ja, das und dann, sorry wegen dem Mikro, ich habe dich so angefasst. Und bei sowas kriege ich einfach nur Aggression. Das ist bei mir Einzige, ist das Schlimmste, jede Frau, die mich kennenlernt, wo ich, die, ich wirklich, die macht von mir, als ob sie, weiß ich nicht, und das ist halt einfach traurig. Als ob sie noch nie in ihr Leben, weiß ich was ist. Ja, und das ist so aber, aber wenn die Fassade gefallen hat, denkst du bist, ich will es jetzt nicht aussprechen, weil da heißt es wieder, er hat was gegen Frauen. ich habe nichts gegen Frauen, ja, alles gut. Aber gerade bei mir habe ich erst recht so das Gefühl, die wollen, beispielsweise jetzt auch nicht so der Typ, so, der so voll der sexy Typ ist, so, mit dem man einmal ins Bett will. Wenn eine Frau mich kennenlernt, will sie mir langfristig. Mhm. Weißt du, darum müssen die bei mir immer voll auf, ich bin voll vernünftig und so. Mhm, ne? Aber wenn dann erstmal alles so gefallen ist und du erstmal die Wahrheit siehst, ich habe schon Sachen gesehen, wo ich mir dachte, so, ich glaube das trotzdem nicht. Es ist meistens die Frauen, wo man es gar nicht denken würde, sind die schlimmsten Frauen überhaupt. Ja, ja, ja. Und deswegen stehe ich seit Jahren dafür. Dafür wurde ich ja so gehasst und keine Ahnung, dass man einfach so sagt, wie man ist. Ja. So, steh einfach dazu, wie du bist. Und du hast Fehler, ist doch scheiße. Wir haben alle Fehler. So, scheiße. Eben. Und dann kommen Frauen, die kommen zu mir, du Schlampe. Digga, du bist 50 Mal schlimmer als ich. Was redest du überhaupt mit mir? Wenn du die siehst, Alter. Man denkt, die machen auch gläubig und so. Ja. Und die sind, ich will gar nicht anfangen, und so die zu hassen reden. Am meisten solche Frauen wie mich. Wenn ich jetzt anfange, so zu reden, so Dicker, dann werde ich, glaube ich, von meiner eigenen Community aus. Von daher, vergesst nicht. Ich werde auch von meiner eigenen Community dann gehen. Möge jeder recht gerettet werden, der sowas ist, so ist, wie auch und alle, die hier sitzen, inshallah. Auf jeden Fall, scheiß mal auf das Thema, darüber können wir gleich nochmal reden. Yeah. Was ist mit euren Mamis? Eure Mamis. Eure Mami oder eure Mamis? Eure Mami. Eure Mami, weil letztes Mal, wo wir hier waren, war ja in der... In der Promophase, ne? Kann sein, ja. Nee, nicht so ganz, so ein bisschen davor. Weiß ich gar nicht, ja. Aber ging gut ab, wa? Ging sehr gut ab, ja. Gott sei Dank, ich bin sehr dankbar. Ja, Album, eure Mami auf 1 gegangen, ne? Mhm. Zweite Mal. Ich glaube, das war der Rekord, wo die allererste deutsche urbane Künstlerin zweimal auf 1 gegangen ist. Also es gab noch keine Frau im Rap-Business, so die auf 1 zweimal gegangen ist. Aber egal, dritte 1 kommt auch noch Rekord brechen. Wann kommt das dritte Album? Hast du schon einen Plan? Das kommt bald. Wann kommt das genau? Ich bin immer so. Vierte, zweite. 22. Halbes Jahr. Ja, bei dir kann man ein halbes Jahr machen. Ja, kann man auch länger machen. Wenn man noch eins ist, kann man gut schon mal ein halbes Jahr machen. Einfach chillen. Oder? Aber man könnte auch auf schnell machen, aber ich feiere das immer, dieses so als Riesen-Event zu machen. Das ist so alles riesig. Das ist halt mädchenmäßig so. Ja, es macht einfach Spaß. Das ist halt für euch wie so ein Geburtstag so immer alles. Ja. So, ne? Dann Release-Party und Vordings. Das mache ich nicht. Warum? Ich habe keine Release-Party gemacht, keine Ahnung warum. Ja, war ja Corona, kannst du eh nicht machen. Nee, aber auch so, ich bin voll faul geworden. Ich bin richtig faul geworden. Mach mal einen diesmal, kann man, wo Essen umsonst gibt und so. Ja, wo. Komm zu solchen Partys will ich auch gehen. Ich will die selber noch nicht machen. Ich guck nur, ob Essen gibt, weißt du? Wenn Essen gibt, komme ich gerne vorbei. Okay. So Leute, jetzt mal ganz kurz zu einem ernsten Thema. Es geht um Versicherungen. Wir alle haben das Problem. Wir alle haben schon mal Versicherungen abgeschlossen oder haben gar keinen Bock drauf, die abzuschließen, weil das alles zu viel Kram ist und Kleingeschrebe und Versicherungsmakler kommt und labert dich voll und du verstehst eh nichts davon. Ich habe für euch die Alternative, Leute. Clark App, kostenlos runterladen. Ihr könnt überlegt mal, Leute, komm mal bitte, einmal überlegen. Ihr könnt mit dem Handy eure Policen einscannen und die App rechnet euch die besten Versicherungen und günstigsten Versicherungen für euer Anliegen aus. Bedeutet, ihr spart über 50% nur durch diese App. Und ihr müsst gar nichts machen. Da kommt kein Versicherungstyp zu euch nach Hause, labert euch voll für 10 Stunden. Und noch eine Sache, Leute. Ohne, dass ihr was abschließt. Jetzt reinziehen. Ohne, dass ihr was abschließt. Wenn ihr nur dreimal was einscannt, bekommt ihr mit dem Code Ali 45 € Amazon-Gutschein. Was soll ich denn noch für euch machen?
Ohne Witz, was soll ich noch machen? Und alles, was dazugehört, alles, was ihr braucht, der Link ist alles in der Beschreibung. Also es ist Kinder, es ist wirklich kinderleicht, Leute. Ich habe das selber gemacht. Denkt auch an eure Eltern. Manche haben ganz alte Eltern oder Oma, Opa. Das ist Versicherung sehr wichtig, Leute. Ja, von daher, ihr wisst Bescheid. Super, tschüssi. Ja, also dritte Album ist in den Startlöchern. Mhm. Jetzt mit mehr Frauenrespekt. Wie freust du dich? Was ist geplant? Was hast du vor? Was kannst du schon verraten? Es ist, wie ich immer bin. Es ist ehrlich. Es ist direkt. Dreckig, direkt, aber trotzdem auch sentimental, weil ich bin so alles. So, ich bin auch trotzdem ein kleines Baby, so weißt du? Ja, also du bist sensibel? Ja, ich bin übertrieben sensibel, obwohl ich eigentlich voll das Gegenteil bin. Ja, verstehe, was du meinst. Ganz komisch. Und ja, sehr ehrlich, direkt, dreckig und bossy. Und ich freue mich auch auf die Features, das ist geil. Wie heißt das Album? Pussy Power. Pussy Power? Bin ich jetzt der Erste, bei dem du es verraten hast, wie es heißt? Mhm. Echt, ja? Mhm. Exklusiv also. Mhm. Ganz stark. Pussy Power. Dein erstes Album hieß Boss Bitch. Genau, und das ist eine Alliteration, BB. Und Katja ist doch auch KK. Okay. Und deswegen PP. Aber EUM nicht? Nein, das war nicht. Aber das war so, ich bin eure Mami. So, ich nur mal kurz erinnern, dass die erste Bad Bitch war. Ich verstehe noch den Film. Und Features? Wie viele? Viele. Viele. Mhm. Auch Frauen? Du hast jetzt mal nur Elif, war als Frau? Ja, ich hatte nur Elif. Das war meine erste Frau als Feature, ja. Und? Mega krass. Süßeste Frau, respektvollste Frau. Ich würde immer wieder mit ihr zusammenarbeiten. So chillig einfach. Sagst du, das ist eine Nette? Die ist eine Nette, aber Elif kann auch anders. Elif kann auch anders. Ja, ich kenne die nicht, weiß es nicht. Sie ist richtig cool. Die hat ja auch mal erzählt, ihr wart mal so eine Talkshow, ne? Mhm, so, ne? Ja. Da hat sie ja mal erzählt, wie es ist, als Türkin in so einer Gesellschaft zu leben. Ja. Und so, ne? Ja, habe ich mir angeguckt, habe ich gesehen. War interessant, war cool. Ja, sie ist auch eine starke Frau. Andere Film, aber sehr stark. Was ist denn eine starke Frau? Eine starke Frau ist eine Frau, die halt diese ganzen Struggles hat und sich selber akzeptiert und gefunden hat. Und dann, wenn du dich findest als Frau, ne, das ist ja nicht so, du kannst einfach so sein, wie du bist. Ja. Dann musst du gegen diese Sachen gehen. Zum Beispiel bei Elif ist es halt eben diese ganzen Traditionen, die sie da hat. So. Wo sie halt nicht so damit, glaube ich, einverstanden ist, weiß ich nicht genau. Und deswegen finde ich sie stark, weil sie dafür steht, was sie ist und was sie feiert. Was ist ein starker Mann? Ich finde, ein starker Mann ist, das ist was ganz anderes, ein Mann, der zum Beispiel so zu Emotionen und sowas steht. Weil ein Mann steht sowieso für Stärke. Ein Mann steht sowieso dafür, eine Frau zu beschützen, meiner Meinung nach. Mhm. Aber wenn der auch dazu steht, yo, ich habe gerade dies, ich bin gerade emotional, wenn er dazu stehen kann, ohne dass sich zu schämen, das ist für mich stark. Mhm. Weißt du? So wie wenn ein Mann so ganz Zeit auf hart macht, ist das für mich kein starker Mann. Du meinst hart, wie der Typ, oh, ich weiß schon, was ich letztes Mal geweint habe. Ja, ja, aber das ist für mich nicht stark. So, das ist so, er hat, wie heißt das, Komplexe, offiziell. Ja, also ich weine auch ab und zu, aber wenn ich weine, dann geht es halt nur, also ich habe immer mit Familie was zu tun. Bei mir auch, nur Familie. So, weißt du, ich meine, immer, zum Beispiel, wenn meine Mama weint, weine ich auch. Ja, auch, das, ich auch. Ist einfach so bei mir. Wenn irgendwas Familie war oder irgendwas 100% Familie, Trauerfall in der Familie, Herz, irgendwie 100%. Sowas. Also nur wenn es was mit meiner Familie zu tun hat, dann oder mit Kinder so. Ja, bei ganz mir schlimm auch. Bei mir. Kinder und so Familie, dann bei Kindern, ich weine ich, aber weich. Aber ich finde es auch nicht schlimm, Alter. Das ist ja, das finde ich egal. Auch nicht schlimm, das ist also, überhaupt nicht schlimm, daran. Wenn du nicht wegen sowas weinst, wegen was würdest du sonst weinen? Ja, voll. Aber ich kenne halt auch so die Typen, die du meinst gerade, die sagen, oh, ich weiß nicht, was ich jetzt mal gemacht habe. Halt deine Fresse. Aber es gibt halt Frauen, die das dann aber cool finden, wenn der Mann so ist. Nein. Allah, also, er ist voll stark, ja? Nein, ein Mann muss männlich sein. Ein Mann muss nichts am Ende. Aber ein Mann sollte, meiner Meinung nach, sollte schon männlich sein. Und das finde ich auch gut so. Aber er muss nicht irgendwie die ganze Zeit stark sein. Ja, aber es heißt ja nicht, du, weil ich kann ja trotzdem weinen, aber genau, jetzt, kannst du trotzdem auf die Fresse hauen. Ja, Mann, das hat doch gar nichts damit zu tun. Also, als ob man sein Gesicht verliert. Also, ich kann mich ja verteidigen, obwohl ich trotzdem weine. Ja, du weinst, während du dich verteidigst. Ja, oder so. Das ist ja Quatsch. Also auf jeden Fall, Bad Pussy. Nein, Pussy Power. Pussy Power kommt. Merkt man sich gut. Kommt nächstes Jahr im Februar. Mhm. Dein drittes Album, zweimal auf Einzelgang. Ja. Hat man da Angst als Künstlerin? Mhm. Weil, guck mal, du bist jetzt, ich meine, was soll noch kommen? Ja, was soll noch kommen? Aber ich finde auch, ich habe nichts zu verlieren. Was soll ich verlieren? So? Nee, hast du ja auch nicht, aber. Verlieren nicht in dem Sinne, aber ich meine, wenn du bist jetzt,
Weißt du, zum Beispiel, bei mir, ist, ich habe eine Party-Single. Ja. Immer wenn ich dann so, ich denke mir immer so, okay, aber das, ich mache das auch, ich mach, das ist ja meine Arbeit, ich mache ja, Musik voll, auch gerne voll. Und so. Aber so, es kann ja einfach nicht geiler werden, was Singles angeht, so, weißt du, Schweine? Ja, aber es könnte schlimmer werden. Ja, schlimmer wurde es sowieso, aber schlimmer wurde es alle Male, aber nein. Nein, aber es kann immer schlimmer. Nein, haben wir das alles gut. Aber, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Ich meine, es kann ja nicht mehr geiler werden. Schlimmer ist so, oder? Schlimmer wird es sowieso immer. Oh Mann, ja, ich weiß nicht, was danach kommt, aber ich bin so dankbar für alles und ich finde das sehr wichtig. Und also bei dir sehe ich es richtig so noch, kommt ein Kinofilm. Ach, bei mir kommt bestimmt noch viel, aber ich bin so übertrieben dankbar für alles. Alles, was kommt, kommt einfach so. Ja, das ist schön. Deswegen egal. Und wenn es nicht geht, dann nicht. Du bist ja noch überjung, Alter. Ja, Mann, ich fühle mich aber alt. Wie alt bist du? 23? 24. 24. Ich fühle mich mega alt. Mit 24 fühlst du dich alt. Ich denke mir so, Mann, 19-Jährige, die sind jünger. Ich habe nämlich dein Geburtstag, 97 bist du geworden? 96. 96, Alter. 96, da habe ich schon geraucht, glaube ich. Alter. Nein, 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 das nicht. Aber da habe ich schon... Wie alt bist du? 36. Okay, geht doch. Alter Mann, oder? Ja, du tust so, als wärst du übertrieben alt. Ich fühle mich auch übertrieben alt. Siehst du? Und so fühle ich mich auch. Ja, zum Beispiel gestern habe ich Fußball geguckt. Ja. Und... Ich bin ja mit Fußball groß geworden, so ja. Weißt du, immer als Kind auch geguckt und so. Ja. Ne? Und die Spieler kamen immer vor wie Ältere so. Mhm. Weil, wo ich kleiner war, waren die immer älter, ist ja klar, logisch. Ja, ja, ja. Aber jetzt bin ich älter als die alle, die da spielen. Ja, sind jung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Gestern der Torschütze, der ist 97 geboren. Das ja, ist, das stresst. Das ist ein Keck. Ja, das stresst. Weißt du, was ich meine? Ja. Eigentlich, ich denke aber, er ist älter als ich. Wenn ja. ich ihn so angucke, ja. denke ich, er ist ja Fußballer und er ist im Fernseher und. Ich bin so der Fan und so. Ja. Er ist halt der Ältere. So. Aber nein, ich bin älter. Ja, weil man alt komisch. Wird. Das ist komisch. Ja, weil ich alt werde. Wir werden alle alte Karten. Es wird nur schlechter. Dein Album kommt übermorgen raus, ne? Ja. Dein letzter so, ich Album überleg. Also, erstmal? Nee, geht nur weiter, denke ich. Ja, also ich meine, aber also der Vertrag läuft nur für drei Alben immer, oder? Ja. Da wird neu geredet, meine ich. Ja, aber ich habe schon einen. Ah, stark, ganz stark. Weil die läuft. Mhm. Weil die läuft. Bei mir war das anders. Ich habe am Anfang nicht drei Alben gemacht. Immer nur für ein Album? Weil ich wissen wollte, wie es läuft. Die machen ja nicht mehr drei Alben, habe ich gehört. Oder? Na klar machen die. Ja, bei dir bestimmt. Bei dir würde ich auch drei Alben machen. Bei dir würde ich auch, mit dir würde ich auch drei Alben machen. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich habe durch auch dein Umfeld habe ich ja alles so ein bisschen mehr beobachtet, was du machst. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut, Alter. So, du stehst halt für das, was du stehst, so. Es muss ja nicht das sein, für was ich stehe. Voll. Aber ich finde auch, gerade bei uns beide prallen so Welten aufeinander, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich finde es auch immer richtig gut. Auch das mit Flair und so war richtig geil, richtig nice. Habe ich sehr gefeiert, finde ich bis heute immer noch geisteskrank. Ja, ja, ja. Du hast ja richtig Schiss drauf bekommen in dem Baby und so, ne? Ja, die dachten, voll. Das ist ein echtes Baby, wa? Die dachten echtes Baby, ja. Aber es ist kein echtes Baby. Aber es war teuer, so eine Puppe, ne? Ja, das war schon so 1500. Das ist viel Geld für eine Puppe. Ja. So. Hast du die noch? Spectre hat die gerade. Der, aber ist deine. Ja, aber der macht gerade Experimente mit dem Baby. Für ein anderes Video. So Videosache. Okay, cool. Ich brauch's musst du aufpassen, was du sagst für Experimente. Wieso meinst du? Hä? Wie meinst du das? Muss man aufpassen heutzutage. Er macht Experimente mit dem Baby. Ah, und dann kann man das rausschneiden. Ja. Und dann, ja, okay. Mit der Puppe. Ja, genau. Schneidet Puppe rein. Nein, Spaß. Das ist ja Quatsch. Ja, aber wirklich, Leute würden das zusammenschneiden. Ach. Dann können Sie das Interview angucken. Mir ist eh Hate egal. Wie gesagt, ich hatte ja Shitstorm wegen dem Baby. Hat mich null gejuckt. Bist du schon so weit, dass du sagst? Mich juckt Shitstorm nicht. Ich finde, also ich bin sehr sensibel, aber so, ich freue mich sogar, wenn ich Shitstorm habe. Freust du dich? Ja, ist doch voll langweilig sonst. Auch wenn die dich so beleidigen und so? Nein, aber wenn die sich aufregen, ich finde das voll cool. Ich denke mir so, ihr seid so dumm, Alter. Ihr seid so behindert. Ich trigger euch doch, Alter. Ich finde, das ist so ein gegenseitiges Aufpushen, was sie machen. Ja, die sind dumm. Die lesen sich die Kommentare durch. Ja, die warten nur, wenn da gehatet wird. Ich muss das jetzt auch haten. Wenn ich voll viele Likes habe, dann wird die Person sich schlecht fühlen. Digga, ich fühle mich nicht schlecht. Also ich habe andere Probleme als sie sich fucking... Fühlen, auch wenn ihr sie, ich habe wirklich andere Probleme. Beleidigt und so. Ja. Du hast ja zwei Kanäle bei YouTube, ne? Ja, yep, ich musste. Weil der eine zu pervers war? Nee, ich habe ein Video hochgeladen in Kooperation mit einer Seite. Also so wie OnlyFans. Und das fand YouTube nicht cool. Das heißt, die haben mir einen Strike gegeben.
Und dann hatte ich ein Musikvideo, das hieß Sugar Daddy, das hat 80.000 Euro gekostet. Ich hatte aber einen Strike. Das heißt, du darfst kein Video hochladen, wenn du einen Strike hast. Aber ich hatte Release und dann dachte ich mir, okay, wie mache ich das? Und dann meinten Leute zu mir, ey, mach dir einfach einen neuen Kanal auf. Weißt du, dann kannst du dein Video hochladen. Und dann habe ich das gemacht. Was heißt eine Seite wie OnlyFans? Na, so eine Seite halt. So eine, kann ich das sagen? Kann ich auch piepen, oder? Ja. So eine P-Seite halt. Aber ich hatte eine Kooperation mit denen. Aber OnlyFans ist doch keine richtige P-Seite, oder? Doch, na klar, da gibt's alles. Ah, okay. Also man muss das nicht machen, aber auf P-Seiten muss man ja auch nichts machen, was man nicht möchte. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann den Strike und dann habe ich ein Video hochgeladen auf einen unbekannten Kanal mit 0 Abonnenten und das ist direkt ausgerastet, das Video. Ich war direkt in Trends auf 1, das war mega geil, ich hatte 2 Millionen Klicks oder so nach einem Tag und dann wurde das auch gelöscht. Und dann war alles weg, 80.000 Euro, mein großer Kanal und der zweite Kanal wurde auch gelöscht, da musste ich nochmal einen neuen machen und deswegen habe ich 2 Kanäle. Voll der über Scheiß. 200 Millionen aufrufen. Ich habe meinen Hauptprogramm gemacht. Wie, auf den Kanal 200 Millionen? Auf beiden Kanälen hast du über fast 200 Millionen Aufrufe. Ich habe aber mehr Aufrufe. Ich habe ja meine alten Videos rausgenommen. Ich habe Milliarden Aufrufe. Wir machen weg, wir sagen 300. Nein, ich sage Milliarden. Aber ich habe wirklich Milliarden Aufrufe. Milliarden? Warte. Wir machen 300. Milliarden Aufrufe. Ja, genau. Nein, wirklich, ich habe die alle rausgenommen, weil ich die cringe finde. Ich habe so richtig cringe Videos früher gemacht. Ganz, ganz schlimm. Weißt du, was ich cringe finde? Hm? Dieses Wort cringe. Du findest das Wort scheiße? Ja. Ich feiere das voll. Ich sag so, I'm cringe. Ich dachte, das Wort cringe. Du findest cringe? Ah, das ist voll cringe. Was? Red mal ich feiere das übertrieben. Ich glaube, das hassen richtig viele. Ja, Mann, ich mag das nicht. Aber du, bei dir geht's schon, du bist ein Mädchen, bei dir ist nicht so schlimm. Also, so Punkte sammeln. Du bist ja auch aus ein bisschen mehr so auf diese Ami-Schiene so. Ja, aber ich finde, das ist einfach ein normales Wort. Aber vielleicht habe ich das einfach. Das Ding ist, ich bin richtig langweilig geworden. Ich chill ganz viel mit meinen kleinen Neffen und meiner Nichte und die sind halt 8 und 5. Und ich chill nur mit denen und dann rede ich irgendwann wie so ein Kleinkind. Ja, man gewöhnt sich daran. Ich hatte auch eine Zeit lang jetzt mit mit Kindern zu tun. Ja. Da habe ich auch mir Sachen angewöhnt. So. Man ist einfach zum Beispiel gestört. So, nein, nö. So, weißt du, meine? Ja. Also ich merke das gar nicht. Ja, man wird zu einem kleinen Kind. Aber es macht Spaß, die sind cool. Ja, Kinder sind das Beste, was es gibt. Ja, ja. Kinder sind was Schönes. Ja. 1 Milliarde Aufrufe hast du insgesamt? 2. Meinst du, machen wir 2 machen? Ich habe wirklich viele. Machen wir 2? Ja. Komm, machen 3. Ja, 3 ist, übertreib doch nicht. Okay, 2. 2 Milliarden Aufrufe insgesamt auf YouTube. Eigentlich hast du YouTube auseinandergenommen, oder? Ich habe wirklich YouTube auseinandergenommen. Und wenn wir jetzt Witze darüber machen. Nee, ich mache keinen Witz, ich rede ernst. Als ich YouTube angefangen habe, ne, die ganzen YouTuber, und YouTuber sind wirklich so in Anführungsstrichen Keks. So, die machen keinen Hate. Weil Rap ist ja so ein bisschen Battlefield. YouTube, ne? Muss immer werbefreundlich bleiben. Ja, aber YouTuber auch an sich, die Personen sind so keckig ein bisschen. Die sind so süß zueinander. Und YouTube ist anders als Rap. Und ich wurde da schon so auseinandergenommen. Und wo ich Videos gemacht habe, ich weiß noch, ich war immer ganz oben in den Trends. Und auf einmal alle machen diese Videos wie ich. Die haben sich so über mich aufgeregt. Wie kann man so sexuelle Videos machen? Auf einmal die großen YouTuber, alle Namen, die man kennt, haben Videos gemacht wie ich. Obwohl die mich gehatet haben. Eure Mami. Ich habe einen neuen Trend gemacht. Eure Mami. Deswegen eure Mami, es ist einfach ein Fakt und das wissen die YouTuber also. Wie ist es eigentlich mit so, ich weiß nicht, guck mal, ich finde, Corona hat die Menschen dazu gebracht, vielleicht umzudenken oder die Leute waren zu viel zu Hause oder haben zu viel nachgedacht oder so. Ja. Weil es ist ja halt alles so sexuell, ja, ist ja alles so offener geworden und alles ist ja gut und Transgender und hast du nicht gesehen. Wie findest du das? Ich bin immer schon hinter sowas. Ich bin schon hinter sowas, glaube ich, seitdem ich so 9 oder 10 bin. Alle meine besten Freunde sind mal schwul. Das ist für mich normal. Nee, schwul ist ja nicht. Schwul ist ja. Schwul ist. Na, es gibt ja alles, ne? Das ist ja. Schwul ist ja. Also, ich glaube, ich finde, heutzutage ist es cooler, wenn du nicht. Also, wenn du schwul bist, anstatt nicht schwul zu sein. Nee, das glaube ich nicht. Das Ding ist halt einfach. Ich habe manchmal den Eindruck. Ich höre das auch. Manchmal den Eindruck so, der ist ja ein Hetero. Nein. Und sowieso schwul. Also ich fühle mich als nicht schwuler manchmal diskriminiert. Nein, Quatsch. Das ist gerade ein kleiner Trend so. Dumme Menschen machen mit. Du hast recht, aber das ist schon übertrieben überall. Aber mein schwuler bester Freund zum Beispiel, der wurde so krass misshandelt von Leuten. Das ist unglaublich. Und ich verstehe schon, warum die so Welle machen. Ich verstehe, warum das jetzt so groß wird. Ich will ja nicht, jeder ist anders. Ich will ja nicht zu nahe treten, aber du bist bi, ne? Ich bin bi, ja. Aber ich schon immer eigentlich.
Hast du auch immer gesagt, Gott zum Beispiel. Schon immer habe ich dazu gestanden, aber ich habe jetzt kein großes Dings draus gemacht. Aber ich wurde dafür auch nicht ausgegrenzt, weil ich bin ja bi. Also wenn ich jetzt homophob wäre? Müsstest du gegen mich sein, aber Homophobe sind nicht gegen solche Frauen. Wieso? Homophobe Männer sind meistens, nur weil die halt Schwule, keine Moral haben, gegen Schwule. Aber wenn eine das Frau gut aber, aussieht, das ist aber Quatsch. Dann darf die lesbisch sein. Das ist aber Quatsch. Das ist Quatsch, aber so sind viele. Diese Typen sollen sich alle mal ins Knie ficken. Ja, das sind einfach nur Opfer. Ich hab was gegen Schwule, aber nicht gegen Lesben. Ja, ja. Wenn die aber geil aussehen. Wenn die eklig nein, aussehen, dann bar, hör mal auf, voll ekel. Nee, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Das geht gar nicht. Das ist krank. Diese Leute sollen sich einfach mal in den Schrank und das stellen. Ist, das und sind halt solche auch mal im Schrank bleiben eine Woche oder so, weißt du? Ja. Nee, das ist Quatsch. Deswegen hatte ich nie Probleme damit, dass ich bi bin. Und das ist schade so. Also nicht schade, dass ich kein Problem hatte. Das zum Beispiel jetzt, ja? Du bist bisexuell, ja? Ja. Was passiert jetzt in meinem Leben, wenn du bisexuell bist? Gar nichts. Nichts? So, es ändert nichts daran. Nein. An meinem Leben. Es kann mir einfach egal sein. Ja, es ist voll egal. Du, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit Schwule. Es interessiert mich nicht. Voll. Weil immer alle sagen, ja, bei euch in der Kultur sind Schwule verachtet und ihr würdet die auch schlagen. Weißt du, was ich meine? Es ist mir egal. Es gibt ja auch ganz moderne Leute, so, das kommt immer drauf an. Jeder ist anders. So, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das voll cool finde und voll geil finde und voll das Feier so. Aber ich finde es weder geil noch nicht geil. Es ist mir einfach egal. Ja, auf jeden Fall ist schon, muss auf jeden Fall so jeder machen, wie er möchte. So. Voll. Peace an alle Menschen da draußen, solange ihr respektvoll seid zu euren Mitmenschen. Das ist eins wichtiger Respekt geben. Auch den Respekt gibt, so ja. Ist meine Meinung nach, egal mit wem ihr in die Kiste hüpft und mit wem nicht, was müsst ihr jeder für sich selber entscheiden. Habe ich recht, Meister? Einfach nur Respekt geben. Wie ist eigentlich für dich jetzt so als Businessfrau? Du warst ja immer so ein kleines Mädchen, YouTube, hast du nicht mehr jetzt auf einmal Business und so, was ist da los? Keine Ahnung, ich fühle mich auch. Kriegst das alles unter einen Hut, dann musst du ja auch steuern und so, ist ja auch schwer, oder? Ich krieg das Gott sei Dank unter einen Hut, aber ich habe auch viele, die mir helfen. Ich bin dankbar für mich. Aber alleine würdest du nicht schaffen, wa? Niemals. Also ich finde auch allgemein, man braucht Leute um sich rum, die was können. Ob das jetzt vom Manager ist oder Videoteam oder keine Ahnung, man kann das nicht alles alleine machen. Ja, ich verstehe. Ich bedanke mich, dass du da warst. Danke dir. Es war mir eine Ehre, wieder mal. Auch mal die Sicht einer, sage ich jetzt mal, so weltoffenen Frau wie dir. Aber ich habe mal nur eine Frage zum Ende. Wie sieht es eigentlich aus jetzt? Sag mal, du bist ja die Schnitte. Kann man ja sagen, oder? Ja. So. Wie sieht es eigentlich aus so? Nein, ich mache nur Spaß. Alles gut. Sehr schön, dass du da warst. Ja? Danke. Leute, das war ein Therapie mit Katja Krasavice. Die Album kommt im Februar. Bad. Pussy Power. Pussy Power. Bad. Im Februar. Am Start, Digga.